Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen? Und heute war es ein toughes Spiel, oder? Und, ja, mein Name ist Markus Glück, ich bin der Vorsitzende vom SC Neuenheim. Heute war ein hartes Spiel, wir haben am Schluss gewonnen mit Bonuspunkt. Also mehr geht ja im Rugby eigentlich nicht, aber war natürlich bis zum Schluss spannend. Nur 6 Punkte vorne, ein erhöhter Versuch hätte am Schluss jederzeit noch zum Sieg für München reichen können. So sind aber, glaube ich, unsere Münchner Freunde ja auch relativ zufrieden, weil es jetzt definitiv mit dem Abstieg nichts mehr zu tun habe. Sind immer noch im Rennen um den 4. Platz und um die Playoffs. Also ich glaube, können alle einigermaßen zufrieden sein. Unsere Mannschaft ist vielleicht mit ein bisschen Verbesserungspotenzial auf dem Heimweg dann jetzt gleich. Gratuliere auf jeden Fall zum Sieg. Das war ein harter Fight von beiden Mannschaften. Gibt es eine Chance auf den Gewinn der Meisterschaft? Man müsste dann noch ein paar Fehler, die man heute gemacht habe, auf jeden Fall abstellen. Wir haben zuletzt 19-19 unentschieden gespielt zu Hause gegen Frankfurt. Das ist das Maß aller Dinge. Die kommen ja hier als nächstes nochmal zum MRFC. Wird schwierig, aber wir sind natürlich voll im Rennen. Wir haben jetzt Platz 2 und auf diesem Platz kann man sehr gut dann ins Finale kommen. Das ist also für uns eine optimale Ausgangslage, um ins Endspiel zu kommen. Wart ihr überrascht von München heute, von der Kampfbereitschaft oder Spielstärke? Also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Mir war klar, dass das heute hier kein Spaziergang wird, dass es relativ schwierig ist, hier zu gewinnen. Natürlich waren wir favorisiert und wir haben es am Schluss dann auch mit entsprechend viel Versuche auch untermauert. Vom Kickhütchen ist ja halt heute leider gar nichts gegangen, also ein Schwer ist wahrscheinlich ein bisschen deutlicher gelaufen. Aber man muss jedes Spiel erstmal gewinnen. Das hat eigentlich die Mannschaft auch gewusst, aber es ist bei uns beim SCN fast schon traditionell so, dass man manchmal ein bisschen schlecht aus dem Bus rauskommt aufs Spielfeld. Nee, super, Gratulation nochmal zum Sieg und tolle Mannschaft und alles Dankeschön. Gute weiterhin. Dankeschön. Danke fürs Interview. Ja, danke. Danke, tschüss. Thank you.